Hey, ja, der Herr Satellit und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video erkläre ich dir, wie du an deinen Aufgaben, Zielen und Vorhaben dranbleibst. Also das Video ist genau für die Leute, die Probleme haben mit dem Durchhaltevermögen. Und ich blende jetzt meine Grafik ein von meinem Podcast und da siehst du, dass ich seit 2020 regelmäßig Podcast-Folgen veröffentliche und auch regelmäßig YouTube-Videos hochlade. Das heißt, ich bin immer dran geblieben und deshalb hat der Podcast auch mittlerweile über 200.000 Downloads. Und das mache ich alles, weil ich eigentlich die beste Methode, die es so gibt, entdeckt habe, um konsequent zu bleiben. Und heute teile ich diese Methode mit dir. Also heute geht es darum, wie man es schafft, konsequent zu bleiben. Und zwar nicht nur bei Pflichtaufgaben, sondern auch bei Dingen, die dir persönlich wichtig sind. Und der erste Schritt ist der Fokus. Weil stell dir vor, jemand jongliert zum Beispiel im Zirkus und anstatt drei Bälle zu jonglieren, wirft er einfach 20 hoch. Das ist eigentlich unmöglich und genau das tut ihr, wenn ihr euch zu viel vornehmt, ja? Und dieser Schmerz, den die meisten Leute haben, wenn dann alles runterfällt, ist wie so ein Schlag ins Gesicht, weil du eben dann am Ende gar nichts erreicht hast und du musst lernen, dich zu fokussieren. Konstanz ist für uns ADHSler leider eine riesen Herausforderung, weil wir haben halt extrem viele Interessen, sind neugierig, wollen zu jeder Idee und zu jedem Menschen Ja sagen. Und du solltest es also hier lernen, Nein zu sagen. Und du solltest lernen, dich auf eine Sache zu fokussieren. Nimm eine Sache und an der bleibst du dran. Weil Konfuzius hat es ja schon so schön gesagt, derjenige, der zwei Hasen gleichzeitig jagen will, wird gar keinen davon fangen. Im Schritt 2 empfehle ich dir dann, wenn du dich auf eine Sache fokussiert hast, eben diese Prioritäten zu setzen. Also entscheide einfach, zu welchen Zielen und Projekten du Nein sagen musst, um dich auf eine Sache zu fokussieren. Du kannst einfach nicht alles tun. Glaub mir das Ganze, weil ich habe das probiert und dann war ich maßlos überfordert. Du musst einfach die Dinge priorisieren, die dir wichtig sind und das gibt dir dann die Macht, konsequent zu bleiben. Ich empfehle dir maximal ein Ziel zu verfolgen oder ein Ziel und so ein bis zwei Projekte nebenbei. Zum Beispiel das Hauptziel, eine Beförderung zu bekommen, also Karriere und zwei Projekte wären dann Fitness und vielleicht ein Buch komplett durchzulesen. Das sind schon Projekte. Und wenn du dann diese Dinge priorisiert hast, wird es dir viel leichter fallen, dran zu bleiben. Also definiere immer nur ein Hauptziel oder ein Hauptziel und ein bis zwei Projekte. Und dann hast du eigentlich immer die Sicherheit, dass du dich nicht überforderst. Im Schritt 3 geht es dann darum, motiviert zu bleiben, also deine Motivation beizubehalten. Oft beginnt man ein Ziel mit sehr viel Elan, Energie, Begeisterung, doch sobald der erste Rückschlag kommt, verschwindet die Euphorie oder es wird einfach langweilig. Und deswegen musst du vorher eine starke Motivation für das Ziel entwickeln. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie motiviert man sich überhaupt? Und die Antwort, die steckt bereits im Wort drinnen, und zwar Motiv. Du brauchst starke Gründe, warum du dranbleibst, warum du etwas tust. Und die Gründe sollten auch am besten emotional sein. Und wenn du jetzt zum Beispiel Unternehmer bist und nur das Ziel hast, mehr Kohle zu machen, ist das nicht so motivierend. Du wirst irgendwann aufgeben. Wenn du aber als Beispiel Unternehmer bist und dich auch mit Forschung befasst und deine Schwester eine unheilbare Krankheit hat, bei der halt noch wenig Forschung vollzogen wurde, dann ist das viel motivierender, da weiter zu forschen, um eben deiner Schwester zum Beispiel das Leben zu retten mit deiner Geschäftsidee oder mit deinen Forschungsergebnissen. Also dein Warum zu kennen ist einfach entscheidend. Nicht nur zu wissen, warum dir etwas wichtig ist, sondern auch, wie du dein ADHS-Gehirn motivieren kannst. Also eine emotionale Verbindung zu dem Ziel ist einfach unerlässlich. Das heißt, zusammengefasst, wie motivierst du dich? Indem du dich fragst, warum mache ich das eigentlich? Und das Warum sollte möglichst emotional sein. Im nächsten Schritt solltest du deinen Fortschritt messen. Definiere genau, was erledigt überhaupt bedeutet. Also erstelle am besten eine Grafik, die deinen Fortschritt darstellt. Es reicht nicht, dir einmal ein Ziel zu setzen und zu hoffen, dass du irgendwie da dran bleibst und dass es irgendwie klappt. Du solltest regelmäßig deinen Fortschritt messen und am besten machst du das, indem du Zahlen verwendest, Deadlines und eben Grafiken. Nehmen wir mal an, du möchtest abnehmen, dann wirst du dir eben nicht nur vornehmen, ein bisschen abzunehmen, sondern du wirst dein Wunschgewicht definieren und dann könntest du zum Beispiel regelmäßig dein Gewicht nehmen und diese
Ergebnisse, die du halt gemessen hast, eintragen, sodass du das bildhaft siehst. Da gibt es auch Apps dazu, die dein Gewicht tracken. Und dann siehst du so eine Grafik, ob du jetzt eben zugenommen hast, abgenommen hast. Und dadurch, dass du deinen Fortschritt überprüfst, wirst du einfach besser dranbleiben und kannst eventuell auch Anpassungen treffen. Dann solltest du auch im nächsten Schritt einen konkreten Plan definieren. Ohne Plan, mit ganz klaren Schritten, ist es so, als würdest du im Dunkeln tappen. Also du weißt nicht, wohin du gehen sollst und das macht dich nervös und unsicher. Klarheit zu schaffen ist dann, als ob du eine Fackel anzündest, ja, in so einer dunklen Höhle. Und dann weißt du endlich, was deine nächsten Schritte sind. Und als ADHSler brauchst du auch Erfolgserlebnisse, um motiviert zu bleiben. Wenn diese ausbleiben, weil du zum Beispiel das große Ziel nicht erreicht hast, führt es zu Stress, Angstgefühlen und im schlimmsten Fall zu Burnout. Du könntest dich einfach mega erschöpft fühlen, sowohl mental als auch körperlich, weil du deine ganze Energie in ein scheinbar unerreichtes Ziel gesteckt hast, ohne irgendeinen Meilenstein zu erreichen und echte Erfolgserlebnisse zu kriegen. Und die Enttäuschung kann dann in so eine negative Spirale reinführen, in der Zweifel und Selbstkritik überhand nehmen und du fragst dich, warum zur Hölle schaffe ich das nicht? Was mache ich falsch? Und solche Gedanken sorgen dann dafür, dass du einfach unmotiviert bist und kein Selbstvertrauen mehr hast. Und im Coaching erlebe ich das auch immer wieder, dass Klienten zwar grob wissen, was sie wollen, aber irgendwie keinen konkreten Plan haben mit ganz klaren Schritten, um dorthin zu kommen. Deswegen verwenden wir da immer die Worksheets aus dem Coaching und ich plane gemeinsam mit den Klienten, wie sie eben das Ziel erreichen. Und dann solltest du den nächsten Schritt auf jeden Fall auf externe Kontrollmechanismen setzen. Was meine ich damit? Nutze einfach Werkzeuge und Strategien, um dein Ziel nicht zu vergessen und um dich selbst zu kontrollieren. Weil du brauchst bei ADHS immer Struktur von außen und auch Kontrolle, sonst wird nichts funktionieren. Also es ist egal, ob das ein Coach ist, eine App, ein Whiteboard, komplett egal, weil es ist sehr wichtig, denn ohne diese Dinge bist du einfach verloren, ohne die wirst du scheitern. Ein Coach, der euch ständig Feedback gibt, ist eigentlich das Beste, was euch passieren kann, weil der lässt einfach nicht locker, der sorgt dafür, dass ihr fokussiert bleibt, ja, und ihr könnt nicht einfach erwarten, dass sich die Dinge von selbst erledigen. Das wird nicht passieren. Michael Jordan, der Basketballer, hatte zum Beispiel auch einen Coach, und zwar Tim Grover, das ist einer der besten Coaches für Profisportler. Und eine App wird dir auch helfen, weil die erinnert euch einfach an die Ziele, wie so ein ständiger Alarm, der euch sagt, hey, ADHS-Athlet, du bist auf dem Weg zum Erfolg. Und ihr braucht diese ständigen Erinnerungen, weil das Leben einfach hektisch ist und es leicht passiert, dass du vom Weg abkommst. Und Whiteboards sind auch eine coole Sache. Die sind groß, sichtbar und die erinnern dich einfach jeden Tag an Folgendes. Hier sind deine Ziele, hier ist, was du erreichen willst. Und das ist nicht nur hilfreich, das ist entscheidend. Ein großes Whiteboard ist zum Beispiel eben eine gute Methode oder ein Coach, eine App, was auch immer, weil diese Methoden ziehen euch zur Rechenschaft, genauso wie das Whiteboard, das euch jeden Tag daran erinnert, wo ihr steht und wo ihr hin wollt, ja. Und es gibt dann keine Ausreden, ja, kein Abbruch, sondern nur Ergebnisse. Und das sind eben Strategien, die den Unterschied machen und die sind nicht immer offensichtlich. Aber wenn du ADHS hast, sollst du die definitiv umsetzen. Und wenn du willst, dass ich dir dabei helfe, einen maßgeschneiderten Plan zu entwickeln, um endlich an dein Vorhaben dran zu bleiben und deine Ziele zu erreichen, dann klick jetzt auf den Link unter dem Video und trag dich für ein kostenfreies Erstgespräch ein. Also lass uns zusammen deine Ziele erreichen. Und ja, ich warte darauf, dich zu unterstützen und freue mich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.